So, nun will ich euch gerade noch mal zeigen, wie wir diesen Lattenrost befestigen. Und zwar, da innen seht ihr, da kommt die Schraube in dem Loch. Ja, und genau da kommt jetzt wieder dieser Bolzen rein, der hier ein Gewinde drin hat und hält dann. Ja, das heißt, die Schraube ziehe ich jetzt ein bisschen zurück, mache den Bolzen da rein. Die Schraube dann eingeschraubt. Ja, und das beißt schon wunderbar und von außen muss ich dann wieder mit dem Imbus Schrauben festziehen. Also ähnliches Konzept wie bei den Stehern. Ja, da wird über so einen Querbolzen wird dann die Verbindung sichergestellt. So, das passiert dann noch auf der anderen Seite und dann sind die beiden Lattenrostauflagen schon mal fertig.